Hier haben wir unser Bauteil als Rohr dargestellt, welches als Kathode dient. Diese Kathode ist negativ geladen. Folglich wird eine positiv geladene Anode benötigt, die mittels Fremdstrom mit der Kathode verbunden ist. Diese externe Stromquelle dient dazu, die von der Anode abgegebenen Elektronen in Richtung des schützenden Materials zu drücken. Dieser Vorgang funktioniert auch ohne Stromquelle. Hierbei muss die Anode im besten Fall aus Magnesium oder Zink bestehen, da diese sehr gut ohne Fremdeinwirkung Elektronen abgeben können. Aufgrund des Elektronenmangels an der Kathode werden die von der Anode abgegebenen Elektronen aufgenommen. Beide Varianten werden nur da eingesetzt, wo Metalle unter Wasser oder unter der Erde liegen, zum Beispiel bei Rohrleitungen, Schiffsrümpfen oder Heizkesseln.